Hallo liebe Leute und willkommen beim nächsten Video. Heute mal wieder ein Wie fahre ich? Denn gefühlt ist in jeder Simulation momentan das große Event, das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Und das Ganze auch bei iRacing, das Ganze überall, wie gesagt, irgendwie. Für mich steht es an, eine Woche später, also das heißt übernächste Woche. Und ich freue mich schon mega drauf, vor allem jetzt nach dem Sieg, nach dem 6-Stunden-Rennen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, hier meine Streckenvorstellung für den Nürburgring und die Nordschleife. Ja, 25 Kilometer lang ist die Nordschleife. Wenn ich jetzt ein Video komplett durchgängig machen würde, würde das vielleicht 2, 3, 4 Stunden dauern. Ich glaube, das würde den Zeitrahmen ein bisschen sprengen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde das Ganze dritteln. Also heute ein Drittel, am Sonntag ein Drittel und am nächsten Mittwoch ein Drittel und werde auf die markantesten Punkte eingehen. Das heißt also, ich werde euch nicht jede einzelne Kurve vorstellen. Wäre auch ein bisschen schwierig. Und werde euch aber so die wichtigsten Stellen erklären, wo ihr welchen Gang fahren sollt, welche Curbs ihr mitnehmen könnt und sollt und so weiter und so fort. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir beginnen jetzt direkt mit dem ersten Teil und das ist Grand Prix Kurs und der erste Teil der Nordschleife. So, dann geht halt jetzt rauf auf die Start- und Zielgerade. Das ist ja relativ simpel hier. Hochbeschleunigen bis in den sechsten Gang sogar, also volle Lotte durchbeschleunigen. Und dann heißt es anbremsen, erste Kurve. Und ihr seht es jetzt hier, erste Kurve. Ich bremse an dem Punkt, wo die Boxenlinie nach links rauskommt. Also die Boxenlinie kommt links raus, da fange ich an zu bremsen und dann geht es runter bis in den ersten Gang. Zweiter Gang geht auch, das rollt ein bisschen besser, aber erster Gang ist eigentlich noch besser. Das heißt also runter in den ersten Gang, ihr seht, lange außen bleiben, innen rein und dann seht ihr jetzt auch hier, dieser Poller. Ich glaube, ich habe das ja schon mal erklärt auch. Dieser Poller ist so euer Zielpunkt. Da fahrt ihr richtig nah ran und Achtung, nicht nach ganz rechts rumfahren, sondern 24-Stunden-Variante geht gleich wieder links rum. Also wichtig ist hier, dass ihr noch ein bisschen versucht, nach außen zu fahren, um dann das Auto relativ früh gerade stehen zu haben. An diesem Punkt wirklich ganz nah ran, an diesen Ludwig-Teller da und dann Auto gerade stehen haben und raus beschleunigen jetzt runter. Richtung Dunlop-Gäre, Ford-Kurve, was weiß ich, was da unten alles ist. Den ersten Part, wie gesagt, alles erster Gang und dann geht es hier hoch, anbremsen, dann für, ich weiß immer nicht, wie die heißt, Ford-Kurve, Coca-Cola-Kurve, wie auch immer, diese Linkskurve jetzt hier, runterschalten in den dritten Gang und dann relativ früh wieder ans Gas. Ihr seht, die Bremse blinkt immer ein bisschen auf. Ich bremse ja mit links, das ist immer so ganz leicht angetippt, das Auto auch so ein bisschen setzen lassen, also immer so ein bisschen mit Gas und Bremse ganz leicht arbeiten. Und dann anbremsen nochmal für diese Rechtskurve, wie gesagt, keine Ahnung, wie die heißt. Zweiter Gang dort und dann auch hier in den Rand und dann ganz früh ans Gas. Außen bis auf den Curb hoch. Ihr seht, ich fahre bis raus, bis hoch auf das Grüne, weil ihr sollt die ganze Streckenbreite nutzen. Mann. Und dann geht's runter Richtung Dunlop-Kehre. Also volle Lotte Richtung Dunlop-Kehre und dann seht ihr jetzt hier, auf der linken Seite fängt der Curb an und eigentlich mehr oder weniger ist euer Punkt, wo der Curb anfängt, minimal danach, wo ihr anfangt zu bremsen. Also da fangt ihr an zu bremsen, ihr seid im fünften Gang und dann geht es runter bis in den zweiten Gang. Also vom fünften runter in den zweiten Gang, wo der Curb links anfängt, ein Ticken danach. Dann zwei Scheitelpunkte. Ihr seht, ich fahre jetzt hier innen ran, ich habe den ersten Scheitelpunkt, bremse mich bis hier ran, bremse mich sogar noch in der Kurve, also im Scheitelpunkt, also beziehungsweise eigentlich in der Mitte der Kurve, das ist ja nicht der Scheitelpunkt, weil im ersten Scheitelpunkt bin ich vorbei. Ich gehe dann ein Stückchen nach außen, stehe aber immer noch leicht auf der Bremse und wenn ich dann nach innen wieder gehe, zum zweiten Scheitelpunkt hier hin, gehe ich von der Bremse runter, ihr habt es gesehen, innen nochmal ran und dann nutze ich, ihr seht es auch jetzt hier wieder, die komplette Streckenbreite nach links aus, um da raus zu beschleunigen, hoch Richtung Schumacher S. So, da sind wir am Schumacher S und ihr seht es, man kann hier, das mache ich in der Realität gar nicht, aber man kann hier in der Simulation nach ganz rechts rausfahren. Manche Curbs, die schmeißen euch dann sonst wohin. Aber wenn es geht, iRacing zum Beispiel, da geht es, da könnt ihr nach rechts rausfahren, auf den Curb wieder die Streckenbreite komplett ausnutzen. Ihr müsst da aber nicht drauf fahren. Wichtig ist, wenn ihr dann links fahrt, ihr seht es jetzt auch hier, wo ich angehalten habe, links, dass ihr den Curb nicht zu sehr trefft, weil der schmeißt euch wieder zu weit nach rechts raus und dann verliert ihr den ganzen Schwung durch Schumacher S. Das Schumacher S, das fahrt ihr im vierten Gang und dann geht es jetzt hier hoch, voll raus beschleunigen, ihr müsst so früh wie möglich ins Gas, fünfter Gang rein und dann anbremsen für, ich weiß immer nicht, wie sie heißt, da oben, die hat auch RTL-Kurve, die hieß auch schon, die hat schon 100 Namen gehabt.
Auf jeden Fall für die Kurve hier oben, kurz vor 100 Meter, ihr seht, Bremslichter gehen an, 100 Meter, kurz danach, also 125, 120 Meter ungefähr ist der Bremspunkt. Es geht runter in den dritten Gang und wichtig jetzt hier anbremsen, innen rein. Und ich sag's jedes Mal, wenn ich eure Videos bewertet habe am Anfang, habe ich ja viel Nordschleife bewertet, innen über den Curb drüber. Und ihr seht, man muss auch innen über den Curb drüber fahren. Dann geht's wieder raus. Wichtig ist auch hier wieder nach links rüberkommen, dass ihr so weit wie möglich nach links rüberkommt, um jetzt den ganzen Schwung mitzunehmen. Hier, denkt immer dran, leicht zu übersteuern hier in der Kurve. Den ganzen Schwung mitnehmen, Streckenbreite nutzen. Ihr seht es wieder, bis ganz nach außen, runter Richtung Hatzenbach, voll durchbeschleunigen. Fünfter Gang, ich lasse jetzt hier den fünften Gang drin. Kann man auch den sechsten Gang schalten. Und dann heißt es hier wieder kurz vor 50 Meter, also bei 70 Meter ungefähr, anbremsen. Dritter Gang und die NGK-Schikane, die fährt man so ein bisschen blind an. Das heißt, die muss man einlenken, da sieht man den Scheitelpunkt noch nicht so richtig. Aber wichtig ist, ihr seht jetzt hier, links den Curb mitnehmen. Ludwig-Teller würde ich nicht mitnehmen, weil da versetzt das Auto wieder zu sehr. Aber auch auf der rechten Seite den Curb mitnehmen, sogar so ein bisschen die Grasmatte da auf der rechten Seite. Außen den Curb, ihr seht, kommt man zwar dran, müsst ihr aber aufpassen, der zieht euch so ein bisschen nach außen, deswegen, ich würde ihn nicht unbedingt immer mitnehmen. Für eine Hotlap ist das mal möglich, aber im Rennen, dann würde ich das nicht machen. Und dann geht es raus auf die geliebte Nordschleife. Jetzt hier der große Zeitpunkt. Zweiter Gang geht es links raus auf die Nordschleife. Was auch ist, das muss ich noch sagen, bevor es weitergeht. Der Grand Prix-Kurs, die Grand Prix-Strecke ist mega rutschig im Vergleich zur Nordschleife. Das ist auch in der Realität so ganz, ganz komisch. Ist also ganz, ganz normal. Also, dann geht's jetzt raus hier. Ich habe es gesagt, zweiter Gang. Und dann innen bleiben bis ganz raus an die Mauer. Ihr seht, ich fahre ganz raus an die Mauer. Und dann ganz wichtig, dieser Punkt hier. Ihr seht auf der rechten Seite dieses aufgehobene Schild und die orange Leitplanke. Das ist die Boxenausfahrt für T13, also die alte Boxengasse. Und wenn wir zum Beispiel testen sind oder so, dann wird auch da rausgefahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Kurz nach dieser Leitplanke, müsst ihr anfangen zu bremsen. Das ist auch in der Realität so. Also ihr kommt über so eine leichte Kuppe und kurz nach der Leitplanke anfangen zu bremsen. Zweiter Gang. Und dann geht es rein hier in diese erste Linkskurve Richtung Hatzenbach-Bogen. Richtung Hatzenbach, wie das Ganze heißt. Nicht Bogen, Hatzenbach. Innen an den Körb ran, nicht mitnehmen innen den Körb und auch außen ranfahren, aber nicht mitnehmen den Körb. Das ist generell auf der Nordschleife so, ihr könnt die meisten Körbs nicht mitnehmen. Es gibt nur so ein paar verschiedene, die solltet ihr mitnehmen, weil es ein Zeitgewinn ist, einfach und das Auto besser liegt. Aber die meisten Körbs nehmt ihr nicht mit. Also auch hier innen ran, außen auch ran, ihr habt es gesehen. Und dann geht es runter Richtung diesem schnellen Bogen hier im Hatzenbach. Fünfter Gang. Könnt ihr einen Short-Shift vorher machen? Ich bleibe im vierten Gang. Also ich fahre im vierten Gang durch und dann im Ausgang kurz in den fünften Gang. Wenn ihr es optimal mit den besten Wetterverhältnissen, was ihr sich erwischt, geht die Vollgas. Aber normalerweise müsst ihr da ein bisschen runter vom Gas, leicht lupfen und dann könnt ihr wieder im Scheitelpunkt ran. Also jetzt hier innen ran und da könnt ihr schon wieder voll auf den Stempel drauf gehen, voll aufs Gas drauf. Und dann braucht ihr auch die Streckenbreite nach außen. Ihr seht, ich bin da hier an diesen Grasplatten, an diesen Rasengitterplatten draußen. Und das machen wir auch in der Realität so, ganz bis nach außen raus. Ihr seht wirklich, ihr müsst immer, ihr habt auf der Nordschleife nicht viel Streckenbreite, aber das, was ihr zur Verfügung habt, das müsst ihr auf jeden Fall ausnutzen. Dann geht es jetzt hier hinter Richtung ein Teil, der ist gar nicht so einfach zu fahren. Es geht hoch in den fünften Gang und hier jetzt beim Anbremsen, dann macht man das so in Etappen. Also für diese Linkskurve schalte ich in der Realität auch an der Sim in den vierten Gang. Geh nochmal ganz leicht von der Bremse, geh wieder drauf, um das Auto so ein bisschen gerade zu machen, weil wenn ihr auf der Bremse steht, dann kann das Auto auch so ein bisschen versetzen. Runter in den dritten Gang, Streckenbreite hier nutzen, aber nicht zu weit nach links. Wenn ihr zu weit nach links rausfahrt, dann schafft ihr es nicht mehr nach rechts reinzukommen, weil jetzt ist es wichtig hier, in diesem Bereich, wo ihr jetzt reinfahrt, da springt das Auto extrem von rechts nach links, weil da hat es extreme Bodenwellen drin. Da müsst ihr aufpassen, also hier alles im dritten Gang. Diesen Curb hier, ihr seht, den kann man mitnehmen, den muss man aber nicht mitnehmen. Also das ist so ein bisschen Geschmackssache, weil das Auto so ein bisschen auch da versetzt. Deswegen probiert es einfach mal aus. Manche Sims lassen es zu, manche Simulationen lassen es nicht zu. Für eine Hotlap okay, im Rennen würde ich jetzt nicht unbedingt jede Runde da drauf fahren. In der Realität fahre ich zum Beispiel gar nicht da drauf. Alles dritter Gang. Und dann, ihr seht, wie das Auto auch hier springt.
außen diesen Curb, aus dieser links raus, aus dieser letzten links, da könnt ihr komplett die Streckenbreite nutzen, auch auf den Curb hoch, mache ich in der Realität auch. Also da könnt ihr wirklich dann nochmal richtig schön raus beschleunigen, hier Richtung Hocheichen, anbremsen, bleibt der dritte Gang. Auch in Hocheichen hier, ihr seht, da ist immer Schatten, gefühlt ist da immer Schatten. Da könnt ihr auf den Curb drauf fahren, müsst ihr aber auch nicht. Ab und zu fahre ich da drauf, meistens aber auch nicht. Also das ist so ein gemischtes Ding halt auch. Ich sage ja immer, das ist immer schwierig, aber generell würde ich davon wegbleiben. Wichtig ist, das Auto fällt jetzt in so eine kleine Senke rein. Ihr seht es jetzt hier so ein bisschen von oben. Fällt in so eine Senke rein. Sobald ihr in diese Senke reinfallt, müsst ihr voll auf dem Gas stehen, um den Schwung mitzunehmen. Jetzt hier raus, hier rechts, da stehen immer welche von euch, machen Fotos, habe ich schon gesehen. Und da geht es jetzt hier Richtung Flugplatz. Alles Vollgas, Vollgas, Vollgas. Dann hoch auf die Quittelbacher Höhe. Oben auf der Kuppe, hier, halten wir mal an. Ihr kommt im fünften Gang an. Wenn ihr es optimal trefft, mit bestem Wetter und was weiß ich, geht das Ganze fast Vollgas sogar. Ich werde jetzt hier, das werdet ihr gleich sehen, ganz leicht auf die Bremse gehen, aber nur um das Auto so ein bisschen zu stabilisieren. Aber generell geht das Ganze nur mit vom Gas gehen. Also ihr geht leicht vom Gas, um das Auto zu stabilisieren. Und dann, wenn das Auto sich gesetzt hat, also jetzt hier an dem Punkt, ihr seht ganz leicht ans Gas, wichtig ist innen ran. Und wenn ihr innen an diesem Curb seid, dann könnt ihr schon wieder voll aufs Gas gehen, weil ihr braucht diesen Schwung. Das geht dann lange, 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 lange geradeaus. Wichtig ist, wenn ihr zu früh auf dem Gas seid, dann geht es nach links raus. Ihr seht, man lässt da immer so ein bisschen Puffer. Aber wichtig ist einfach, lieber so ein bisschen vorsichtiger reingefahren, aber den Schwung mit rausgenommen hier aus der Kurve Richtung Schwedenkreuz, weil jetzt beschleunigt ihr durch. Fünfter Gang, sechster Gang und das war auch schon dann der erste Teil. Die erste Drittelrunde auf der Nordschleife ist fertig, beziehungsweise Grand Prix Cross und erster Teil der Nordschleife. Ihr seht, es hat es in sich. Also die Nordschleife, und wir haben gerade erst angefangen, also es wird spannend. Am Sonntag dann der zweite Teil von hier, von Schwedenkreuz, also geht es dann hier jetzt ab Schwedenkreuz weiter, bis Richtung Karussell, bis kurz nach Karussell wird der zweite Teil dann sein. Also sehr, sehr spannender Teil und dann der Abschluss dann hinten raus ab Hohe 8, also nach Karussell dann bis wieder auf Start und Ziel. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr könnt jetzt ein bisschen üben, diesen ersten Teil. So habe ich die Nordschleife auch gelernt. Ich bin am Anfang ganz, ganz viel PlayStation gefahren. Das war bei uns noch, da gab es noch nichts anderes. Ich muss noch viel auf der PlayStation lernen. Deswegen viele, viele Runden gefahren und da trainiert. Ich glaube aber, viele von euch haben das Hundertfache, Tausendfache an den Runden, die ich eigentlich habe. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Sonntag wieder, wenn ich euch dann den zweiten Teil erkläre.